Der Hauptbahnhof Halle, mit täglich rund 30.000 Reisenden, der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Sachsen-Anhalts. Die Bundespolizisten Jens Wichmann und Hans-Ulrich Krug sorgen hier für Ordnung und Sicherheit. Die Polizei ist eigentlich Ansprechpartner, wie man es auch immer nennen will, für jedermann. Und wir versuchen dann auch alles Mögliche zu machen und wir kümmern uns halt. 13 Uhr auf der Wache der Bundespolizei. Nach einer kurzen Einweisung durch Revierleiterin Kerstin Resch beginnt für Hans-Ulrich Krug und Jens Wichmann der 8-stündige Streifendienst. Wichtig dabei, sichere Arbeitskleidung. Es ist ein Gefühl der Sicherheit, weil man weiß, das hat man hat einen gewissen Schutz, wie zum Beispiel durch die Weste jetzt, entweder in Stichschutz oder wenn mal ein Schusswechsel stattfinden sollte. Das ist eben halt in der heutigen Zeit angebracht. Der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn hat Hilfe angefordert. Ein Mann aus Afghanistan randaliert in der Bahnhofshalle. Hallo. Hallo. Was heißt du? Ja, die Kollegin haben den Hausarbeit hier im Papier gefunden. Ja. Hat sich aufgehalten, aggressiv. Ein Fuck, Christ. Ja! Scheiß Christen. Runter! Runter! Halt mal. What's the problem? Hast du einen Ausweis, Olli? Ja, daraus. Das ist alles, was er hat. Mach mal nachher, nehmen wir raus. Das Auto? Ich meine nicht gut. Kann man machen. Was spricht denn der vor? Mütze. Afghanistan. Ach, Afghanistan. Um den Bahnhofsbetrieb nicht weiter zu stören, begleiten die Bundespolizisten den Mann nach draußen. Er hat sich dem Bahnpersonal gegenüber aggressiv verhalten, beziehungsweise muss ja irgendwas im Bahnhof gewesen sein. Ja, umsonst kriegt er kein Hausverbot. Und hat sich in Gleisen aufgehalten noch, ist da drinnen hin höher gehüpft, also auch eine akute Gefahr. So, was einstecken, was mal einstecken. Füße, komm, Füße auseinander. Jens Wichmann und Hans-Ulrich Krug durchsuchen den Mann. Er hat keine gefährlichen oder verbotenen Gegenstände bei sich. So, wo Dokument? Dokument? Da. Das ist kein Dokument, das ist ein Lappen. Das ist ein Ausweis. Mal auf 500 von der 11. Einmal in Pol. In Pol ist das bundesweit einheitliche Informationssystem der Polizei. Auf der Wache überprüft Revierleiterin Kerstin Resch die Daten des Afghanen. Das steht unter polizeilicher Beobachtung. Ja, der Fall ist nicht so schön. Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern. 10-mal ist er erkennungsdienstlich behandelt worden. Es gibt eine nationale Ausschreibung, also innerhalb von Deutschland. Na, und dort ist er deshalb Einfahndungstreffer. Das heißt, eine Behörde in Deutschland möchte wissen, wo der Herr sich aufhält. Deshalb polizeiliche Beobachtung in dem Sinne. Ja, wir haben über abweichende Personalien Fahndungstreffer und zwar zur polizeilichen Beobachtung, gewalttätig und Sexualtäter. Der Afghane steht unter Beobachtung. Einen Haftbefehl gibt es aber nicht. Die beiden müssen ihn laufen lassen. Das Hausverbot bleibt aber bestehen. Zuhören. Hier, nein, weg. Weg. Hier, was ist mit deinem? Gefunden. Ja, nimm mit. Und nicht wieder. Da. Billig. Nee, weg. Nein! Ob die Pöbeleien für den Afghanen noch ein Nachspiel haben, entscheidet das für ihn zuständige Amt. Die Ausländerbehörde kriegt von uns den Hinweis wieder, dass da mal irgendwas passieren muss. Ja, und werden wir sehen, was dann rauskommt. Zum Einsatzgebiet der Bundespolizei gehört auch der benachbarte Busbahnhof. Die beiden schreiten bei einem Streit ein. Der Fahrer eines Fernbusses will einen weiblichen Fahrgast nicht mehr an Bord lassen. Dann er kommt zu mir, dann er sagt, kann ich Ihre Ticket sehen? Habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, kann ich Ihren Ausweis sehen? Habe ich gesagt, ja. Dann ich wollte meinen Ausweis zurück. Er sagt, nein, entweder ich behalte das bis nach München
oder sie steigen jetzt sofort aus. Der Busfahrer behauptet, die Frau habe sich geweigert, nach einer Raucherpause ihre Dokumente vorzuzeigen. Sie fährt nicht mehr. Also sie fährt nicht mehr. Der Fahrer sagt, sie fahren nicht weiter mit dem Bus. Ja, aber was habe ich hier getan? Er übt das Hausrecht aus. Und ja. Wenn er. Der Bus hat jetzt eine Stunde, 20 Minuten Verspätung. Ja, hat er selbst gemacht. Habe ich ja ihn hat erlaubt. Er selbst gemacht. Habe ich ja ihn erlaubt. Und Sie können ja mit den anderen Leuten auch sprechen. Ja, wir können jetzt sprechen, das hin wie her. Aber der Fahrer sagt, er nimmt Sie nicht weiter mit. Haben Sie jetzt noch Gepäck in dem Bus? Habe ich Gepäck? Und wie soll ich jetzt dann weiterfahren? Habe ich was Schlimmes gemacht da? Er schließt Sie von der Weiterfahrt aus. Ja. Wofür hast du recht? Kannst du ja, das also kommen Sie jetzt der Sache nach oder? Wofür hat er recht? Er übt das Hausrecht aus. Ja, habe ich. Und wenn er Sie, von der Weiterfahrt ausschließt, dann müssen Sie dem nachkommen. Wenn Sie dem nicht nachkommen, dann müssen wir halt nachhelfen. Mit seinem eigenen Lust? Ja. Nehmen Sie jetzt Ihr Gepäck bitte aus. Ja, aber das ja nicht einfach so machen, weil ihm heute mal so danach ist. Da wird ja irgendwas gewesen sein. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann können Sie sich bei der Firma über den Busfahrer beschweren. Habe ich ja gemacht. Und jetzt haben Sie gesagt, oh, jetzt sage ich, nehmen Sie Ihr Gepäck bitte aus dem Bus. Ich habe es ja jetzt beendet in dem Sinne, dass ich gesagt habe, wir können hier noch stundenlang diskutieren. Der Busfahrer hat nun mal das Hausrecht. Wir sind nur unterstützend tätig. Und wenn er der Meinung ist, sie hat sich nicht dem Fahrbestimmungen verhalten, und er sie ausschließt von der Fahrt, muss sie aussteigen. Ob sie will oder nicht, oder ob sie das versteht. So, wer jetzt mitfahren möchte, einsteigen, so. Der möchte jetzt los. Der Rest einsteigen, der Rest bleibt Verspätung haben sie ja hier noch. Fernbusreisende sind verpflichtet, ihre Dokumente vorzuzeigen. Bei einer Missachtung des Hausverbotes muss die Frau mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Unter Umständen Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand wäre dann. Also es kommt ja dann noch mehr dazu jetzt, wenn man sich sperrt oder weigert. Es bringt halt nichts. Im Bahnhof führt die Bundespolizei stichprobenartig Personenkontrollen durch. Kollegen haben beobachtet, dass ein Mann auf dem Bahnsteig Rad gefahren ist. Guten Tag, die Bundespolizei. Meister Kruch, ich hätte mal gerne Ihren Ausweis. Stellen Sie mal Ihre Fahrrad hin, ich möchte Ihren Ausweis. Hallo, Ihren Ausweis. Schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Was ist das für eine Frage? Welche Verarschen? Ganz einfach normal. Ganz haben Sie schon mit Frage. Uns zu tun gehabt? Ja, nein, ja, vielleicht. Ja, ich bin ein bisschen unter Stress. Ja. Das ist eine einfache Antwort. Ich fahre Sie doch. Wir sind aber nicht der Indikator. Also. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen unter Stress. Ich möchte den Zug kriegen nach Hause. Ist alles in Ordnung? Wo haben wir jetzt das Problem gesehen? Ja, ich bin unter Stress, es nervt mich einfach bloß. Ich werde andauernd angehalten wegen nichts. Ja doch, Sie sind im Bahnhof reingefahren. Normalerweise 15 Euro. Sie haben mich auch nicht gesehen. Nee, wir standen aber nur Kamera. Gerade davon. Auf Wiedersehen. Respektloses Verhalten erleben Jens Wichmann und Hans-Ulrich Krug täglich. Es wird nicht weniger und es wird nicht feiner, sage ich mal. Jetzt, wie zum Beispiel Sanitäter jetzt kommen wollen, helfen oder man jetzt selber helfen will und wird dann bepöbelt, angegriffen. Na, und dann, sämtliche Tiernamen hat, ist dann nicht schön.